Hallo, hier ist wieder euer Weehawk und ich begrüße euch bei Pokémon der blauen Edition und diesen Namen macht sie heute alle Ehre, denn ja, wir schwimmen heute ein bisschen ins Blaue. Im blauen Meer. Okay, den einen haben wir geskippt. Das wollte ich gar nicht. Und jetzt drängt sich auf einmal der in den Vordergrund. Was mag sich hinter dem Horizont verbergen? Warum seid ihr im Meer alle so philosophisch? Was ist los mit euch? Warum macht euch das Meer so depressiv? Schwimmer setzt Sepa ein. Schön. Gut. Thundershock. Level 27, was willst du denn damit? Verschwind, geh weg, komm. Oh, paralysierte. Oh, paralysiert. Sternschauer. Tja, gegen meinen Arschkeks hast du keine Chance. Tentora kommt rein, ne? Ja, wenn Tentora reinkommt, ja, dann hole ich mal eben meinen Metroid, ne? Ich kann ja nicht alles mit Arschkeks machen jetzt hier, auch wenn sich das natürlich beim Elektro-Typ jetzt anbieten würde, aber wir müssen ein bisschen haushalten. Deswegen machen wir jetzt hier mal den Blutsauger. Jo, klappt. Wunderbar. Schön, und Level! Och, Metroid, schön, dass du Level 40 hast jetzt. Du bist irgendwie eine Bank in meinem Team. Seit jeher. Okay. Trotzdem wechseln wir das Pokémon. Es wird kräftig durchgewechselt. Auch der nächste darf ran. Und es wird sein Storm Eagle. Den haben wir jetzt im Team. Unser gutes Zapdos, unser Legendary. Mal gucken, was der so kann. Donnerschock und Bohrschnabel. Ich glaube, hier reicht fast schon der Bohrschnabel, oder? Bei Level 27. Ja, aber sowas von locker. Prima. Goldini kommt als nächstes. Tja, wer macht denn Goldini fertig? Gehen wir doch mal auf Sanji. Ja, ich habe Sanji, also Kikli im Team. Und der wird wegen seiner Stärke, die ich ihm beigebracht habe, noch wichtig. Und wir machen einfach mal den Doppelkick. Und gucken mal, was daraus wird jetzt. Oh je. Schnabel! Damit hätte ich rechnen können. Gut, die Stärke zum Gruße für dich. Prima, Schwimmer wäre besiegt. Ja, ich lasse sie gerne untergehen. Nur einer geht nicht unter und das ist mein Kangama. Kangama ist einfach perfekt zum Surfen, oder? Finde ich persönlich sehr. Kangama ist einfach perfekt zum Schwimmen. Ja, und auch nochmal vielen, vielen Dank an dieses wunderbare Bild an Flauschi. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. So, machen wir die Trainer noch fertig hier. Ich gehe gern schwimmen. Du auch? Ja schon, du hast mir eine ganz normale Frage gestellt. Warum löst das einen Kampf aus? Was ist eigentlich los hier? Was soll denn das? Ich glaube, der kriegt jetzt mal eine gequapselt hier. Aber sowas von. Der kriegt jetzt ordentlich eine gequapselt. Dem quapsel ich jetzt sowas von eine über. Hätte ich noch mehr Wasser-Pokémon mitnehmen? Na, was wäre bei den Seeschirmen überhaupt keinen Sinn gemacht, Wasser-Pokémon mitzunehmen? Wir werden jetzt, also die ganzen nächsten Parts werden sich nur um Wasser-Pokémon drehen. Vielleicht noch ein bisschen Eis-Pokémon. Aber, ja. Seeschirminseln. Seeschirminseln ist tatsächlich, obwohl man dort endlich mal richtig, richtig viele Wasser-Pokémon trifft, was wir ja im bisherigen Verlauf noch nicht so hatten, außer durch die Angel. Seeschauminsel ist nicht so unbedingt mein Lieblingspart des Spiels. Aber nichtsdestotrotz müssen wir hin. Oh man, war das ein Bauchplatscher. Was ist denn nicht mein Bauch? Ich hab einen Bauch. Aber den blende ich jetzt hier nicht ein. Ich wollte nach Pokémon tauchen, doch das war keine gute Idee. Warum ist dir die Luft ausgegangen? Oder hatte ich da unten eins dieser komischen Tentakelviecher erwischt? Wer weiß. Schwimmer möchte auf jeden Fall kämpfen und setzt Goldini ein. Definitiv ein Fall für unseren Arschkeks. Ach, komm jetzt wirklich? Ah. Oh. Na warte. Das gibt
Ärger und es kommt noch härter. Den Arschkeks möchte über die Erde regieren und seinen eigenen Staat kreieren. Liebe und Wahrheit verurteilt er. So, okay, Mushas. Ich glaube, das wird mal ein Fall für Blumio, oder? Komm, wir wollen mal alle unsere Teamgefährten einfach mal einsetzen. Wozu habe ich sie denn alle dabei? Ja, ein weiterer Typenvorteil für uns, wenn es nicht gerade gegen Wassergift-Pokémon geht. Prima. Wie zum Beispiel Tentara. Oder Tentoxa. Und andere fallen mir schon wieder gar nicht mehr ein. Golking, der Golkönig. Oh, sehen wir das auch mal. Aus Goldini wird auf einmal Golking. Wer hätte damit gerechnet? Aber das passiert schon mal ab und zu mal. Wenn Goldini sich nun mal als Golking fühlt, darf man dagegen nichts sagen. So, okay. Blumio, Besiegschwimmer und sage bis zum nächsten Mal. Hilfe, Hilfe, ich habe keine Schwimmhilfe. Tja, dann sauf mal ab. Das interessiert mich doch nicht. Ich habe mein Kangama, auf dem ich schwimmen kann. Tentara, nicht? Was, wie viel hast du denn auf dem Taro heute? So, tschüss. Oh je. Oh je, Mario Time. Oh, guck mal gleich. Oh, die Fantastischen Vier sind auch am Schwimmen. Wer seid ihr denn? Diese Gewässer sind trügerisch. Diese Gewässer sind rügelrisch. Was hast du? Tentara, Tentoxa, Gedönser? Oh, 5 Pokémon. Und Tentara, alles klar. Tue ich euch natürlich nicht an jetzt. So Leute, hier haben wir jetzt aber mal Tentoxa, die entwickelte Form von Tentara. Und ich finde es so cool, bei dem Sprite von Tentoxa fand ich das immer schon so cool, dass er 2 Tentakel einfach wie Arme verschränkt hat. Der sieht dadurch einfach so lässig aus. Tentoxa hat einen richtig, richtig coolen Sprite. Das muss ich wirklich sagen. Oh je, und er ist ein mehr als harter Gegner für unseren Arschkeks. Sag ich ja. 3 Schaden. Hey, das schafft auch nicht jeder. Oh shit, und hier soll die Aquaknarre hinterher. Man könnte fast sagen, oben drauf. Das gibt einen Sternschauer, sonst werde ich das nie erledigen können hier. Prima. Boah, 1185 Erfahrungspunkte. Das war gefährlich. Allerdings, ich möchte allerdings betonen, du hast mich zum Kampf herausgefordert. So. Schwimmen macht Spaß, aber man holt sich schnell einen Sonnenbrand. Ja, und wenn ihr die ganze Zeit im Wasser bleibt, irgendwann sinkt mal eure Körpertemperatur ab. Hallöchen, Schönheit. Goldini, Goldini, nicht zu lange im Wasser bleiben. Na ja, gut. Vor allem, das kann man nicht wirklich schwimmen nennen, was ihr da macht, oder ihr? Lasst euch einfach so ein bisschen treiben und hofft, dass irgendwann mal ein Pokémon-Trainer vorbeikommt, der euch in den Arsch tritt, so nach dem Motto. Ach Gott. So. Golking! Goldini und Golking, das hat ja wirklich was. Also, so, setzen wir mal Blumio nochmal ein. Arschkeks hat jetzt sein Level bekommen. Immerhin Level 38, also. Wird ja noch ganz nützlich. Ich werde auch irgendwann... Oh, wirklich? Werde auch sicherlich irgendwann in den Donnerstein nochmal einsetzen bei Pikachu, aber... ich weiß nicht, ob ich darauf warten soll. Ich glaube, bis Level... Ich weiß gar nicht, bis wann ich warten muss. Level 45 irgendwie so in dem Dreh, bis es endlich mal Donner erlernt. Und dann kann ich immer noch gucken. Gut. Du bist aber ein ganz schlimmer Finger. Aber das ist sowas von... Du machst dir keine Vorstellung, Lady. So, mit wem haben wir es denn hier zu tun? Ibims, hierher geschwunden. Ah, okay, ich höre schon auf. So, was hast du Schönes? Oh, noch eine Schönheit. 3 Pokémon hast du? Stern, du! Du, ich wäre so gern wie Stern, du. So, auch das wäre erledigt. Aber einen Trainer haben wir noch. So, du darfst mal auf die Ersatzbank. Und dann gucken wir mal. Bum, bum, bum,
gibst du mir das Pokémon, auf dem du stehst, wenn ich gewinne. Niemand, niemand schnappt sich meinen Kant. Gamma. Oh, 5 Pokémon, Alter. Na, immerhin mal Quapsel. Oh. Lumio, rasier das Vieh. Cheerio. Volltreffer. So mag ich das. So, Leute. Die 4 werden besiegt. Ich habe mich nochmal geheilt. Bin nochmal nach Fuxania City zurückgeschwommen. Denn gleich. Ah, natürlich noch einer. Das Wasser ist ein Appenzeller. Was? Was? Nein, das ergibt keinen Sinn. Entschuldigt. Spontane, vollkommen bescheuerte Blödsinnseingebung. Entschuldigt bitte. Aber wenigstens mal Mushas, das ist aber was anderes. Komm. Mushas, du bist so gut wie weg. Oh yeah. Volltreffer. Ich liebe Rasierblatt einfach. Love für unser Blumio. Schön. Du altes Starter-Pokémon, was irgendwie komplett vernachlässigt wird. Nehmen wir noch mal Sanji hierfür, oder? Yeah. Und da setzen wir mal nicht den Doppelkick ein, sondern den Fegekick. Aurora Borealis. In diesem Teil unseres Landes. Zu dieser Jahreszeit, um die Tageszeit und obendrein ausgerechnet auch noch in Seymour Skinners Küche? Seymour! Darf ich mal nachsehen? Nö, natürlich darf ich nicht. Aber egal, wir haben gewonnen. Aurora Borealis. Toll, darf ich jetzt nochmal zurückschwimmen, nur um Sanji zu heilen? Nee, aber ich hab keinen Bock. Es sei denn, jetzt kommen noch mehr Trainerkämpfe oder so. Na, sieh mal einer an. Was haben wir denn hier alles? Ein Tentacher mit 2 Bergen und dem Team. Nein. Gehen wir doch mal weg. So. Tschüss. Was haben wir hier? Ah, da wusste ich doch noch einen Trainer. Komm. Bam, die, bum, die Seeschauminseln sind ein schiller Ort. Ich hab. Konnte nicht vorlesen. So ein Mist. Wir haben verhaspelt hier. Wieder typisch. Da willst du mal spontan singen. Und dann. Verhaspelst du dich? Oh, Seemon! Seemon the Sorcerer! Tschüss! Du bist auch nicht besser als alle anderen. Aber Seemon finde ich tatsächlich eigentlich ganz cool. Oh, und da haben wir das Seepalastschriftmandat. Fall für Storm Eagle. Was ist denn für Storm Eagle? Da musst du die harten Geschütze auffahren. Yeah. Thunder Shark. Und da sinkt der KP-Balken. Nochmal Seemon. Okay. Ich gebe ehrlich zu. Ich wurde gefragt, warum habe ich es nicht Trunks genannt? Wäre auch witzig gewesen, weil ich Trunks ja in seiner Ultra Saiyajin Form immer als Zapdos bezeichne. Da wäre Trunks tatsächlich ein guter Name gewesen. Da hatte ich in dem Moment gar nicht dran gedacht. Aber Storm Eagle finde ich irgendwie auch cool. Weiß ich. Schluss mit Herr Lustig. So. Schlulsch mit Lul. Ja, hier ist ja kein Trainer mehr. Den hatten wir, oder? Nee, den hatten wir nicht. Wie komme ich darauf? Warum reitest du auf dem Pokémon? Kannst du nicht schwimmen? Nö. Weißt du, keiner ist verwundert, dass ich auf einem fucking Kangama schwimme. Das ist unfassbar. Ach ja. So, da wären wir wieder. Ich habe mich jetzt doch nochmal geheilt. Leute, wirklich, wenn ihr Pokémon Center in der Nähe habt, aber kein Fluchtseil oder sonst was, dann, ja. Oder kein Schaufler, dann nutzt es, macht davon Gebrauch und schwimmt einfach nochmal zurück, weil jetzt haben wir voll geheiltes Pokémon-Team. Wir haben jetzt natürlich hier kein Pokémon-Center auf den Seeschauminseln. Und wir schwimmen jetzt einfach mal hier hoch und runter.
Mal gucken, welches Wasser-Pokémon wir hier treffen werden jetzt, wenn wir einfach mal hoch und runter schwimmen. Und da kommt doch was. Ein Knuffenser im Wasser. Das finde ich so cool, wenn du am Rand einfach entlang schwimmst, triffst du einfach Pokémon, die du zuvor irgendwann mal getroffen hast. Also in dem Fall in der Nähe der stillen Brücke gab es ja die ganzen Knuffensers und das gibt's jetzt auch hier. Blumio ist paralysiert. Nein, ich habe keinen Paraheiler, oder? Das ist das Schlimmste überhaupt. Das ist der schlimmste Verrat von allen. Oh. Ja komm, ich bin schon paralysiert. Und das wird sich jetzt auch nie wieder ändern. Da wird sich hier nichts dran rütteln, egal ob du hier bist und nicht, weißt du was? Du bist tot. So. Rewa, das hat sich jetzt voll gelohnt, euch das zu zeigen. Habe ich irgendwas dabei, um es zu kurieren? Top-Genesung. Könnte ich aber mal machen, oder? Yay! So. Ich lasse mich nicht gern paralysieren. Haut der einfach eine Top-Genesung weg, wenn sich jetzt einfach alle Leute denken. Oh cool, hier ist doch noch ein Trainer. Cool, ich muss den Unforgettable Dungeon doch noch nicht betreten. Ich kann doch mal gegen den Trainer kämpfen. Cool! Ich lasse mich gerne mit den Fischen treiben. Was hast du? Du wirst das gerne mit den Fischen treiben? Was, nee, irgendwas. Egal. So, Golking. 35, alter Schwede. Hätte ich nie mit gerechnet. Egal, trotzdem Rasierplatte und dann weg mit dir. Tschüss. Ich hab den besseren Typ, Snitch. Wow. Holy smokes. Besser als ich gedacht hätte. Prima. Autsch. Tja, leg dich nicht mit Sohan an. Oder mit Blumio. Ach, die Seeschauminseln. Ich hasse sie. Ihr werdet noch sehen, warum. Ein Stern! Du, der deinen Namen trägt. Wollen wir es mal Egel besamen? Ich habe Angst, dass ich es mit dem Rankenhieb direkt töte. Auf der anderen Seite riskiere ich es einfach mal, wir werden es hier eh noch öfter treffen. Ah, oh, cool, das war perfekt. Oh, nein. Mama mia. Und was mache ich jetzt? Egelsamen, oder? Komm. Machen wir mal langsam, nähert sich das Eichhörnchen. Vielleicht können wir es auch vergiften doch zusätzlich. Boah. Skandal. Um Rosi. Entschuldigung. Bitte nicht töten, bitte nicht töten, bitte nicht töten. Ich hasse dich. Warum habe ich das getan? Naja, egal. Wir werden es noch finden, wie gesagt. Da ich zu viel gewollt. In dem Fall einfach doch mal das Pokémon wechseln. Ja. So. Hier haben wir doch was. Du benötigst Stärke, um den Fels zu bewegen. Oder Sanji. Okay. Deswegen habe ich Sanji Stärke beigebracht. Wozu das nutze ist, werdet ihr noch rausfinden. Oh, Anton, es ist Uncle Dolan. Wir kriegen endlich unseren Uncle Dolan. Ich war fieberisch schon das ganze Let's Play über darauf hin. Oh, wir sind alle so OP. Bis auf Kantgama. Es wird schwierig, Pokémon auf die Art und Weise zu fangen. Eieiei. Vielleicht muss ich doch was Schwächeres noch ins Team nehmen. Oh nein. Muss ich scheinbar definitiv. So kann ich ja kein Pokémon fangen. Höchstens mit. Ich krieg doch meinen Uncle Dolan nicht.
Höchstens mit Arschkeks noch irgendwie. Der hat ja noch den Ruckzuck-Hieb, das macht jetzt nicht so wahnsinnig viel Schaden. Oh, Krabi! Machen wir es doch einmal. Ruckzuck-Hieb, komm. Ja, das... Oh, Guillotine. Jesus. Christus. So, okay. Jetzt machen wir mal die Donnerwelle noch. Gut. Und dann... Jetzt sind wir mal den Hyperball ein. Das sollte eigentlich schon reichen. Es reicht nicht ganz. Verdammt. Wir probieren es nochmal. Prima. Krabi, eine Krabbe hätte ich nicht mitgerechnet. Das kommt jetzt sehr überraschend. Krabi setzt seine Scheren nicht nur als Waffen ein. Es hilft damit auch schon gerne mal beim örtlichen Friseur aus. Was? So, natürlich bleibt nur ein Name übrig. Mr. Krabs, warum nicht? So, cool. Ja, ein bisschen SpongeBob-Fanservice muss ab und zu auch mal sein, ne? So, wir können Felsen immer noch bewegen. Und das tun wir jetzt auch einfach mal. Aber wollen wir da jetzt einfach runterspringen? Nein. Tun wir noch nicht. Ein Stern! Das meinen Namen trägt. Wir probieren es nochmal. Jetzt hast du nur Level 28. Vorhin hat es Level 30 gehabt. Ach, mein Leben. Was mache ich nur mit meinem Leben? Alter Volltreffer, nein! Obwohl, doch, ist eigentlich gar nicht so übel. KP sind relativ runter. Ich mache wieder die Donnerwelle. Dann passt das soweit. Oh, ich hasse dich. So ein bisschen, wenigstens. Wenn das jetzt wieder ein Volltreffer wird und du es tötest, gibt's Kloppe, Arschkeks. Ja, das ist jetzt nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Egal, Hyperball. Probieren wir es nochmal. Vielleicht klappt's. Klappt. Aber wie nennen wir... Wir haben uns ja eigentlich gerade erst kennengelernt, ne? Ein seltsames Pokémon, das seine Kräfte nach einem Kampf mühelos regeneriert. Ja, oder schon während dem Kampf. Also wie schon gesagt, wir haben uns ja eigentlich gerade erst kennengelernt und deswegen bin ich eigentlich nicht der Meinung, dass ich schon per Du sein sollte mit Stern-Du. Deswegen, Stern-Sie. Der Sternsi ist ein wunderbarer Name. Jo, freilich, ich mag mein Sternsi. Sternsi, ich hol die mit meinem Traktor. Okay. Ja, ich bin echt in Topform heute. Wow, total. Okay, ja. Aber was erwartet uns hier noch alles? Jetzt will ich auch meinen Dole. Oh, Jurob! Und damit meine ich nicht den Kontinent. Ja. Ruckzuck-Hieb, das fangen wir nochmal und dann würde ich sagen, beenden wir den Part auch langsam für heute. Volltreffer schon wieder. Alter, Falder. Alter. Ja, wenn das ein Volltreffer war. Kann ich es vielleicht noch einmal riskieren? In der Hoffnung, dass es nicht wieder ein Volltreffer wird. Ja! Prima! Dönerwelle! Dönerwelle geht immer. Und dann... Hyperball! Lol! Hihi! Jurob wurde gefangen! Sehr schön! Ist ja eine Robbe, ne? Dieses Pokémon verfügt über ein sehr hartes Horn. Ui. Um damit dicke Eisschichten zu durchbrechen. Ach, der bricht das Eis.
wenn es mal nicht so gut läuft. Gut, dann würde ich mal sagen... Oh, ich hab den Namen. Komm, Arjen Robben. Es ist Arjen Robbe. Ich bin so scheiße heute, es tut mir leid. Oh, nee. Oh, guck mal, hat sich wieder jemand seine Müllsäcke hingestellt? Sind das da unten dieselben, die wir im Kraftwerk gesehen haben? Nö, eine Arjen-Robbe reicht mir. Jetzt ist er das Level 30. Warum war ich nur die Level 8? Ich hasse euch. Ja, das ist hier, den Felsen. Können wir noch verschieben. Aber ich glaube, hier muss ich jetzt wieder... Genau, Raum gewechselt, also kann ich es wieder nicht einfach verschieben. Jetzt muss ich wieder hingehen und sagen, Sanji, setze Stärke ein. Tritt mal gegen den dämlichen Felsen hier. Aber wozu ist das eigentlich gut? Wollen wir mal runtergehen? No. Und es herausfinden? No. Nö, weil hier gibt es noch mehr mysteriöse Felsen. Mushas, okay, ich würde mal sagen, damit schließen wir die Beweisaufnahme für heute. Wir sind ja schon wieder weit über der Zeit. Ich mache nochmal Ruckzuckhieb. Bei Mushas wollte ich gerade sagen, kann ich das bestimmt öfter machen. Boah, Schnapper. Oh, Schnapper ist gar nicht gut. Aber kein Problem, ich habe Beleber dabei. Es ist so schade, dass ich meinen Onkel Dolan in diesem Part jetzt nicht mehr bekomme, aber naja. Oh, Aurora Borealis Strahl. Und mein Angriff sinkt. Das ist eigentlich gut. Oh je. Yeah. Mein Arschkeks. Habe ich gerade einen Donnerschock eingesetzt? Oder wollte ich gerade einen Donnerschock einsetzen? Wieso benutze ich denn nicht einfach den Ball? Das wollte ich, also ich wollte die Donnerwelle einsetzen. Ob das schon hinhaut? Es haut sogar ohne Donnerwelle hin. Sehr gut. Mushas! Eine harte Schale schützt diesen weichen Kern. Nur wenn es diese öffnet, wird es verwundbar. Mushas. Geben wir Mushas einen Spitznamen? Ich glaube, ich habe es schon öfter so genannt, deswegen... Moschus. Okay, cool. Gut. Aber wie gesagt, damit schließe ich zunächst einmal die Beweisaufnahme, wie es hier in den Seeschauminseln weitergeht. Das erfahrt ihr in einem gnadenlosen nächsten Part. Bis dahin, euer Weehawk.